Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind mit Yui unterwegs und folgendes Setup ist am Start, Leute. Heute mit einem Setup von einem Kanalmitglied, nämlich von Umareta. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Und ich muss mich mit diesem Setup ein bisschen entscheiden, was ich nutzen will, denn alle Perks brauchen Ausdauer. Ich kann ja mal eben sagen, Flink, Hard im Nehmen, Frontal und Balanced Landing. Balanced Landing kann man hier auf der Map auf jeden Fall super nutzen. Und auch die anderen Sachen eigentlich. Also ich glaube, die Map hier ist relativ geil für dieses Setup. Ich habe natürlich quasi nur einen Perk dabei, wenn man so will. Weil, sobald ich eins nutze, kann ich die anderen auch erstmal nicht nutzen. Ah, geht noch weiter. Hinten war der Killer gerade. Genau über dem hinter dem Polizeiauto. Über dem Polizeiauto. Er kann fliegen. Ach ja, also, ich werde jetzt ein bisschen die Setups in Angriff nehmen, die die Kanalmitglieder mir aufgetragen haben hier im letzten Monat. Das bedeutet, nächste Woche wird dann auch der nächste Post online gehen für die neuen Setups, nur damit die Kanalmitglieder schon Bescheid wissen, ja. Und wir starten hier heute mit eben diesem Setup. Oh, ehrlich? Hat mich noch gesehen. Du hast dich gerade selber verarscht. Like a pro. Okay, hier wird ja niemand mehr sein. Hoffe ich mal. Ich ziehe die einfach mal direkt für die Points. Und dann gönne ich mir hier Flink. Und da fällt er garantiert drauf rein, Leute. Nein! Ich habe gesagt, garantiert, Evan. Hallo, ich habe hier eine Garantie gegeben. Toll. Jetzt verlangen Leute wieder ihr Geld zurück für diese Folge. Danke für nix. Ich renn mal außen rum. Da legt da eine Falle. Dann rennen wir weiter. Er kommt hinterher. Da haben wir eine Palette. Wo wir hoffentlich gut Zeit rausholen können. Er geht weiter. Doch nicht, schade. Dachte, er hätte jetzt sich ein neues Opfer gesucht. Ich zieh's. Okay. Wenn du die Falle nicht legst. Ach, hier hast du eine Falle gelegt. Das erklärt so einiges. Ach man, schade. Okay, der Typ denkt mit, Leute. Also nicht wegen der Falle jetzt, obwohl theoretisch ja auch, ne, weil er schon sich so gedacht hat, nee, hier kann ich bestimmt eine Falle hinlegen. Aber wegen der Aktion da hinten, ey. Wie weit kann man eigentlich vom Haken weg sein? Yui, wie weit vom Haken möchten sie weghängen? Ja. Okay, der Entitus macht's möglich, Leute. Diese Falle hier wurde weggenommen und die beiden wollen erstmal scheinbar die Generatoren noch fertig machen, es sei ihnen vergönnt. Also, einmal für Flink entschieden, hat uns auch gute Zeit rausgeholt, aber am Ende wurden wir trotzdem erwischt. Hätten wir doch noch mal ein bisschen länger gerne durchhalten können. Oh, bitte geh nicht über die Palette. Ah, sie ist vorsichtig. Sehr schön. Ja, moin, auf einmal bin ich da ganz auf der anderen Seite. Und dann werden wir jetzt von Siri geheilt. Siri, kannst du mich heilen? Puh, okay. Wir hätten uns natürlich auch eine Challenge setzen können. Na, der könnte sogar in den Keller runtergehen, wenn das jetzt doof läuft. Dankeschön. Wow, Alter. Ohne Witz, merkt ihr, wie off ich jetzt bin? Das ist ein großes Problem aktuell beim Spiel, finde ich. Dass du... Ah, jetzt bin ich wieder richtig. Dass du, wenn du dann erstmal normal rumrennst, mega Probleme hast. Wir hätten uns mal die Challenge setzen sollen, dass wir jede Fähigkeit nur einmal nutzen dürfen. Oder versuchen zumindest jede Fähigkeit nur einmal zu nutzen. Also Flink haben wir jetzt schon benutzt. Versuchen wir jetzt als nächstes Hard im Nehmen. Frontal. Oder Dingens zu nutzen. Geht er hier rum oder nicht? Nee. Unten wurde gerettet, dann versuche ich mal hier wieder weiter zu arbeiten. Siri wurde erwischt.
Siri, lauf! Ansonsten eigentlich eine relativ entspannte Runde, ne? Er hat bisher jetzt zwei Leute am Haken gehabt. Wir sind halt wirklich voll auf die Gens hier. Palette wurde gezogen und hat ihn erwischt sogar. Okay, vielleicht können wir hier retten gehen. Obwohl ich Balance Lenny nicht triggern will. Sie wurde aufgesammelt. Och, okay, ach, das war Tunnelpunkt Echse. Ja, moin. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Er hat eine Falle gelegt. Wahrscheinlich vor meinem Generator, gehe ich mal einfach von aus. Ich nehme das Totem mal weg. Er ist weggegangen. Ja, moin. Komm mal ran hier. Ach, du bist gleich die Verletzte. Okay. Ach, da. Okay, verstehe. Okay. Der ist disconnected. Ich wollte mich gerade schon beschweren, ich habe Leertaste gedrückt, so dieser Klassiker. Ich habe aber die Leertaste gedrückt. Ja, das ist jetzt natürlich irgendwie ein bisschen doof, dass er jetzt hier noch am Ende disconnected. Jetzt hätte er auch noch durchziehen können, oder nicht? Naja, gut, okay. Keine Fähigkeiten und keine Add-ons, okay, interessant. Ja, Leute, ich sag mal bis gleich, ne? Boah, dann wollen wir mal, Leute. Yui, wieder am Start. Hat sich nichts geändert am Setup, großartig. Ich habe ein anderes Offering genommen. Und der gute Killer ist ein Gönner. Er hat nämlich ein 100% Blutpunkt-Offering für alle gedroppt, ey. Sehr schön. Danke an dieser Stelle auf jeden Fall. Ja, Leute, wenn ihr Bock habt, ne, heute Abend ab 18 Uhr ist der Stream wieder online auf Twitch. Der Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Letzter Zeit immer häufig die Frage, wo ich eigentlich streame. Auf Twitch nach wie vor, ja. Findet ihr den Kanal. Auch einfach, wenn ihr nach Grant sucht. Ach, die Krankenschwester. Oder halt eben, wenn ihr jetzt... Nervenkitzel. Alles klar, dann wird sie ja garantiert noch irgendwas anderes dabei haben. Wir können ja mal schauen, ob es Ruin ist. Oder halt eben, wenn ihr in der Videobeschreibung auf den Link klickt. Also 18 Uhr geht es heute Abend los. Und ich denke mal heute... Wollten wir heute SWF machen? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich glaube, wir hatten gesagt, heute ein bisschen SWF. So, dann lass uns mal eben schauen, ob wir irgendwie... Nö, kein Ruin. Jetzt mache ich mir natürlich ein bisschen Sorgen, ob wir wieder die aufgezählte Hoffnung dabei haben. Auch auf dieser Map kann man viel Spaß mit dem Setup haben. Balanced Landing gerade da hinten beim Haus. Leicht einzusetzen. Flink hier außen. Sehr viele Möglichkeiten. Supportet sie nicht. Alles klar. Ja, schade, dass ich meinen Werkzeugkoffer schon aufgebraucht habe, obwohl jetzt sind die sowieso weg, sonst hätte ich nämlich hier den Haken noch wegmachen können. Der erste Generator ist fertig. Hat ein Momentchen gedauert, obwohl, ne, die Zeit, die da steht, stimmt nicht ganz, weil ich jetzt ja gerade quasi... Ich habe jetzt nicht direkt am Rundenstart die Aufnahmetaste gedrückt, sondern einfach schon vorher. Weil ich es ja sowieso zusammenschneiden muss. Muss ich also sowieso nochmal manuell noch ran. Das wäre geil. Das wäre wirklich sehr nice, wenn das klappt. Du könntest auch... Ich kann ihm halt natürlich nicht klar machen, dass ich frontal dabei habe, ne? Ja, scheiße. Das war die Befürchtung. Ich
Hängen geblieben. Gute alte Slugging Game. Oh. Ein bisschen zu weit. Wo ist sie jetzt hin? Da. Schade drum. Ich spare mir jetzt mal das Obligatorische, aber ich hab doch eh gedrückt. Nicht wirklich. Aber scheinbar zu spät. Diesmal wurde es nicht mal angezeigt, von daher gehe ich mal aus, dass ich wirklich zu spät gewesen bin. Oh, du hast Balance Landing? Nee, doch nicht. Das ist so ätzend, dass wenn du am Boden liegst, du halt schreist und das Erholen wieder von vorne losgehen muss. Also, pass auf, sie hat auf jeden Fall, Dingens dabei. Die ansteckende Angst. Schade drum, es wäre so cool gewesen, wenn das geklappt hätte mit dem Schrank. Aber dann war auf einmal noch jemand anders da. So. Ach, bei mir traut sie sich direkt. Mann, Mann, Mann. Bin aber heute irgendwie auch wieder so Pechvogel, ne? Ich weiß auch nicht. Aber hey, okay. Nächster Generator ist fertig. Unser Generator, den wir so schön bearbeitet haben. Dort wurde gerettet. Und ich würde mal sagen, das riecht nach Barbecue und Chili. Da haben wir noch ein weiteres Totem. Das würde ich ganz gerne wegmachen. Irgendwas muss sie ja noch dabei haben, wenn sie, wenn sie den Nervenkitzel dabei hat, oder? Oder für die Points. Oder sie spielt random, man weiß es nicht. Obwohl, ansteckende Angst. Ansteckende Angst ist halt so wie die Faust aufs Auge, ey. Die Nurses. Letzte Zeit, weiß nicht, weil ich das letzte Mal gegen eine Nurse gespielt habe, die nicht gesluggt hat. Also Sluggen und Nurse spielen geht irgendwie Hand in Hand mal wieder in letzter Zeit. Weiß auch nicht, was da los ist. So, andere Person ist auch hochgeheilt. Dankeschön. Ich komme gleich mit. Ich weiß, da drin der Generator ist schon sehr weit. Ach, der Dwight wird wieder gejagt. Manchmal portet sie ziemlich geil und manchmal portet sie ziemlich scheiße. Ich glaube, sie ist so ein bisschen so auf meinem Niveau. Wo es immer noch so ein bisschen vom Glück abhängig ist, wie gut man wirklich portet. Vom Skill natürlich. Naja, ihr wisst ja. Wenn ich die Krankenschwester spiele, haben wir alle was zu lachen. Sogar die Survivor. Okay, das brennende Totem habe ich da gesehen. Okay. Nice, der Generator ist an. So, du wirst aufgesammelt. Kann ich auch gerne hochheilen. Und ich probiere dann einfach mal... Ah, moin. Ich probiere das Totem mal wegzumachen. Sie scheint ja jetzt dem anderen Typen hinterher zu jagen. Ich meine, es ist halt... Ah, das ist gleich das brennende Totem gewesen. Okay, dann nehmen wir das auch nochmal weg. Gibt's doch nicht, ey. Drei Totems gefunden und keins hat gebrannt. Ich dachte irgendwie, das... Aus dem Augenwinkel dachte ich eben so, ja moin. Ein brennendes Totem. Wunschdenken, ey. Nur weil ich die 1500 Punkte haben will. So, schönes Ding. Weiter geht's. Da hinten. Eieiei. Also, Barbecue ist ja auch noch confirmed. Das heißt, sie wird ja noch irgendwie ein anderes Totem-Perk haben, oder? Es wäre so... So komisch, wenn sie den Nervenkitzel dabei hat. Ich habe das andere Totem gesehen. Ich wollte nur gerade mal eben ein bisschen ausweichen, falls sie in meine Richtung kommt. Aber so wie das gerade aussah. Ach du Scheiße. Ja gut, wenn es jetzt. Wenn es jetzt anfängt zu leuchten. Okay. Ich schau noch mal kurz. Könnte halt gut sein, dass wir jetzt. Hast du jetzt schon vorher geleuchtet oder nicht? Ja,
Na moin. Schafft sie nicht. Ein bisschen Angst, dass jetzt die Nötschelle reinballert, ne? Okay, da der Baby Dwight gerade raus ist, wissen wir immerhin, welcher Ausgang offen ist. Und dann bewege ich mal mein süßes Quarkäschchen hier auch raus. Ja, moin. War das jetzt wohl nötig oder nicht? Hat's eben geleuchtet oder nicht? Ich hab's ja heute scheinbar nicht so mit dem Erkennen, ob ein Totem leuchtet oder nicht. Oh, die Obsession wird gejagt. Die Obsession wird gejagt. Da! Komm, schnell raus hier! Okay, niemanden mehr erwischt. Alle Leute raus. Puh! Okay, nehmen wir mal mit so. Es wäre so bitter gewesen, wenn sie jetzt nötig gehabt hätte und uns da direkt eine Nackenklatsche noch gegeben hätte. Aber vielleicht hat es auch am Anfang schon geleuchtet. Ich habe irgendwie erst nicht so wirklich drauf gedacht. Ich habe nur gesehen, Totem. Und da ich mir eh schon einmal falsch festgelegt habe, habe ich einfach mal lieber nichts gesagt. So, Silber, Gold, Schillernd und Silber. Ja, haben keinen Pip verdient, leider. Obwohl, ist eigentlich eh egal, wir sind sowieso Rang 1. Und was war am Start? Ne, tatsächlich aufgezählte Hoffnung. So wie wir es anfangs überlegt haben. Dann haben wir ja doch das ganze Setup predicted. Na, ansteckende Angst. Jo, haben wir am Anfang direkt mitbekommen, als die Slugging-Aktion losging. Barbecue und Chili hat man gesehen, als wir am Haken hingen. Das haben wir sowieso gewusst. Und das hatten wir mal so einfach reingeraten. Also hat es am Anfang eben schon geleuchtet, als wir es gesehen haben. Aber hey. Leute, ja, ich würde sagen, da bin ich raus. Ja, jetzt haben wir hier zwei Folgen quasi schon. Also zwei Folgen nicht, aber ne, die eine wäre ja auch schon bald zu Ende gewesen, die auf Haddonfield. Und ich hoffe, ich habe diesem Setup alle Ehre gemacht. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Danke natürlich auch an die Kanalmitglieder für die Unterstützung. Wenn ihr auch Kanalmitglied werden wollt, hier habt ihr einen Link. Und vielen Dank an Tossi, Melanie und Packard für den Support. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr Bock habt. Bis dahin, macht euch noch einen schönen Tag. Haut rein!